Willkommen zurück zu SimCity Burlet. Ja, ich habe hier eine Aufgabe angenommen. Holen Sie sich goldene Schlüssel, einen habe ich schon. Der zweite ist hier und der dritte ist hier. Naja, das heißt, wir werden heute wieder eine Katastrophe machen und ja, das Schiff füllen. Und wir haben hier noch eine Kiste. Die machen wir mal gleich. Und ich glaube, die nächste Kiste ist golden. Ja, nice. Oh, und mein Stadtlager ist voll, okay. Nee, ich upgrade jetzt noch nicht, da gibt es nämlich noch eine Aufgabe fürs Upgraden. Oh, wozu braucht man so viele Nägel? So, weg damit. Und weg damit. Lol, okay. War jetzt nicht so geplant, aber naja. So, dann können wir die beiden einsammeln. Und bitteschön. Der zweite goldene Schlüssel ist da. Mal kurz gucken. Ah, Mist. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Okay, gut. Ja, mal gucken. Ah, Gemüse fehlt, Holz fehlt, Holz fehlt, nichts, Stahl und Glas, Gemüse, Stahl, okay. Dann gucken wir mal kurz bei Heinz vorbei. Mal sehen, was er so zu verkaufen hat. Ah, nichts. Ja gut. Aber ein Geschenk hat er. Dankeschön. Und ab nach Hause. So, direkt mal wieder eingesammelt. Und ja. Okay, das mache ich später. Ja, dann geht's jetzt zur Katastrophe. Heute mache ich's nicht so schwer. Okay, das kann ich machen. Oder das. Ach komm, ich mag Erdbeben mehr. Eins. Zwei. Und los geht's. Okay. Zwei Hochhäuser sind zusammengekracht. Ja, der goldene Schlüssel. Yes. Beanspruchen. Oh, Frachtschifflieferung. Hätte ich auch machen können. Pariser Gebäude. Wohngebäude. Start. So, eins schon geschafft und dann. Da. Ah, Nagel. Sammeln wir mal hier ein bisschen ein. Oh, hier fehlt Plastik. Ja, super. Und
Okay, dann muss ich auf das Plastik warten halt. Und hier drin noch mal ein paar Nägel herstellen. Stühle nehmen. Okay, dann müssen wir noch mal kurz warten. Und dann nur 4 Stahl. Ja. Es gibt übrigens, ich habe etwas herausgefunden, und zwar warum gerne Zentrale bei mir nicht funktioniert. Es ist so, dass es in jedem Land so ein bestimmtes Alter gibt, was man braucht, um das freizuschalten. Es ist doof, ich weiß. Und da ich jetzt mein Alter im Spiel nicht mehr ändern kann, werde ich es im gesamten Let's Play nicht schaffen, das freizuschalten. Also werde ich erst, ja, wenn ich vielleicht eine zweite Staffel mache, machen können. Ein Lager ist okay, zu voll. Ach ja. Wenn ich ein zweites Let's Play machen werde, dann werde ich das auf jeden Fall dann freischalten. Eigentlich hätte ich es schon längst freigeschaltet, aber kann man halt nicht ändern. 6 Minuten und 2 Minuten. Da zum Beispiel Nagel. Holz, 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 Stahl, Plastik, Gemüse. Okay. Oh, Mist. Ich hätte da Textilien herstellen müssen. Tja. Mein Stadtlager ist wieder voll, ne, super. Und es gibt nichts, was ich verkaufen könnte. Also einfach irgendwas. In Hoffnung, ich mache damit nichts kaputt. Ah ja, es gibt auch noch eine Sache. Nämlich, ich habe ja hier, einmal die öffentliche Bibliothek hier und hier habe ich hier ein Gymnasium und hier ist halt die allgemeine Hochschule. Dadurch kriege ich die Universität und wenn ich die gebaut habe, kann ich hier beim Strom, der langsam auch knapp wird, hier die Kernfusionsanlage machen. Grün, sauber und brutal. Die Kraft der Natur. Noch eine halbe Minute. Ich verstehe auch nicht, warum ich das immer wieder einsammle. Ein Plastik und ein Nagel. So, das wäre jetzt auch geschafft.
Easy. Frachtschifflieferung mache ich später. Katastrophengebiete neu aufbauen. Kann ich überhaupt noch eine Katastrophe jetzt machen? Ah nee, warte mal. Ausbau auf Level 3. Nice. Machen wir es mal direkt. Turmstufe 3 jetzt geöffnet. Meteoriten 2 freigeschaltet. Upgrade. Okay. Hey, eigentlich muss ich nur noch eine Katastrophe machen. Nice. Eine Kappe, um mein Haus zu verbessern. Ernsthaft. Ein Stahl fehlt dann. Okay. Das kriege ich ja dann ganz leicht hin. Flughafen. Bürgermeister, mit einem Flughafen können wir verreisen und wichtige Waren aus Städten wie Paris und Tokio importieren. Boah, ist die Schrift klein. Erreichen Sie eine Bevölkerungszahl von 120.000 Einwohnern. Ich habe 110.000, okay. Bauen Sie den Flughafen. Bauen Sie Pariser Gebäude 0 von 3. Kann noch ein noch eine Katastrophe machen. Das geht und gucken wir mal. Na komm, man gönnt sich ja sonst nichts. Erdbeben im Doppelpack halt. 1, 3 und die zweite Katastrophe in dieser Folge. Oh nein, nicht die beiden, oder? Nein. Okay, kann sie ganz leicht wieder reparieren. Abgeschlossen. Beanspruchen und... Ja, genau. Noch mehr Zeugs. Gute Arbeit, Bürgermeister. Sie haben die Grundlagen des Städtebaus gemeistert und sind bereit, am Bürgermeisterwettbewerb teilzunehmen oder einem Bürgermeisterclub beizutreten. Weiter so. Ist das hier irgendwo?
Nein. Schade. Oh, Plastik. Braucht das jetzt keiner mehr? Oh, Stahl. Noch eine. Bruh. Wuturm. Bürgermeister, brauchen Sie ein wenig Hilfe? Ich habe ein paar Experimente, die garantiert nicht auf Zerstörung ausgerichtet sind. Ja, okay. Auf geht's. So, da bin ich wieder. Es gab, wie so oft in meinen Videos, eine kurze Störung. Ja, jetzt werden wir die dritte Katastrophe machen. In einer Folge. Aber, ja, das hier hätte ich gleich machen können. Jetzt ist es dafür zu spät. Naja, ich mach's trotzdem. So. Ich weiß nicht. Ach komm. Eins, zwei. Und das dritte Erdbeben in einer Folge. Eins und zwei. Verrückter Fortschritt, verrückter Forscher. Ja, nice. Okay. Epstina. Braucht denn nicht irgendein Gebäude? Plastik und Stahl, wow. Jetzt wird Plastik. Work. Ein Nagel, ein Nagel. Okay. Nicht genug. Egal. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr wollt, und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut bis dahin rein und tschüss!